Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schon im November 2014 titelte die Ostsee-Zeitung „Gefangen im Strandkorb, MV feilt an neuem Image“. Seinerzeit fanden Meinungsforscher heraus, dass unser Land bundesweit für Urlaub und für intakte Natur steht, nicht jedoch als moderner Arbeitsort und Lebensmittelpunkt wahrgenommen wird. In Zeiten zunehmender Fachkräftebedarfe in vielen Branchen war das schon damals eine geradezu niederschmetternde Botschaft. Denn nur 18% der Befragten hielten den Nordosten seinerzeit für ein attraktives Land zum Leben und Arbeiten, weshalb auch der frühere Chef der Vereinigung der Unternehmensverbände, Lothar Wilken, dringenden Handlungsbedarf sah. Er wies schon damals darauf hin, dass die Zahl der Erwerbstätigen binnen einer Dekade um 200.000 Menschen sinke und daher künftig jeder Mann und jede Frau gebraucht werde. MV muss sein Image also zwingend verändern, um anders wahrgenommen zu werden. Dafür reichen allerdings weder Hochglanzbroschüren noch ein neuer Slogan allein. Um Rückkehrern und potenziellen neuen Landeskindern künftig ein attraktives Angebot machen zu können, braucht es eine Strategie. Wir sagen eine Landesindustriestrategie. Und alle, die den Nordosten genau für die eingangs genannten Attribute lieben, die möchte ich beruhigen. Industrie heißt heutzutage nicht mehr, dass es aus schwarzen Schloten raucht und stinkt. Im Gegenteil, in vielen Industriebetrieben könnte man heute dank modernster Technik in den Werkhallen vom Fußboden essen. Jüngst hat sich auch der aktuelle Chef der VU, Thomas Lambusch, geäußert. Er verwies darauf, dass sich die Stimmung 2019 auch in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns eingetrübt hat. Die gesamtdeutsche konjunkturelle Abschwächung mache keinen Bogen um MV, auch wenn die hiesige, eher klein- und mittelständisch geprägte und weniger exportorientierte Wirtschaftsstruktur im Lande derzeit noch vor einem Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung schützt. Er forderte die Landesregierung sowie die Regierungsfraktion auf, in einem gemeinsamen Kraftakt mit den Spitzenverbänden der Arbeitgeber, den Kammern sowie den Gewerkschaften die erforderlichen Weichenstellungen für eine zukunftsfeste wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorzunehmen. Es braucht also neue Impulse, und das wissen wir nicht erst seit dem Beginn dieses Jahres. Auch ein Blick in die Statistik belegt ja grundsätzliche Probleme. Trotz zahlreicher Fortschritte in den letzten 30 Jahren weisen wichtige Kennzahlen darauf hin. Die Angleichung der hiesigen Wirtschaftskraft an den Durchschnitt der finanzschwachen Länder West kommt nicht weiter voran. 2017 lag das BIP je Einwohner im Vergleich zu selbigen bei lediglich 75,4%. Es liegt damit sogar noch unter dem Anteil des Jahres 2009, der 77,7% betrug. Nach wie vor ist auch der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an unserer Gesamtbruttowertschöpfung mit 11,6% im Jahr 2018 bundesweit am geringsten. Seit 2009 konnte er lediglich um 0,5% gesteigert werden. Mit 43 Industrieunternehmen je 1.000 Einwohner weist der Nordosten zudem die geringste Industriedichte aller Flächenländer auf. Und auch die Exportquote verharrt mit 34% gegenüber bundesweit über 50% auf einem niedrigen Niveau. Dass nur 0,3% der deutschen Patente von hier kommen, spricht zudem für eine niedrige Innovationskraft. Meine Damen und Herren, in der letzten Landtagssitzung haben wir über die Bilanz aus 30 Jahren MV gesprochen und dabei auch das Lohngefälle thematisiert. Dies ist ein weiterer harter Standortnachteil im Wettbewerb um die Fachkräfte von heute und morgen. Und Sie wissen, dass ein Grund dafür die geringe Ausprägung der Tarifbindung ist. Auch um hier besser zu werden, braucht es wahrscheinlich einen neuen strategischen Ansatz. Nach wie vor lehnen etwa 3/4 der Betriebe in MV mit den Gewerkschaften geschlossene verpflichtende Regeln über Lohnhöhen und Zusatzleistungen ab, vor allem in kleinen Firmen. Nur ca. 12% der Betriebe mit bis zu 4 Beschäftigten gehen Tarifverträge ein. In Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten sind es hingegen 82%. Bei unseren Gesprächen mit der VU hatte ich stets den Eindruck, dass attraktive Löhne grundsätzlich auch dort als notwendig angesehen werden. Dabei verwiesen die Verbandsvertreter jedoch stets darauf, dass diese auch erwirtschaftet werden müssen und gerade kleine und mittelständische Unternehmen in vielerlei Dingen auch Unterstützung benötigen. Der Besuch des Wirtschaftsausschusses Ende Februar beim Familienunternehmen HAB lieferte auch einen Fingerzeig dafür, was damit gemeint sein könnte.
Dort wurde nicht nur pauschal mehr Einsatz für die kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen gefordert, sondern explizit darauf hingewiesen, dass Hilfe bei der digitalen Transformation dringend erforderlich ist. Auf unserer Betriebsrätekonferenz im Februar haben wir gerade diese Frage ausführlich diskutiert. Wir haben MV Works vorgestellt und dafür geworben, die Angebote dieses neuen Projektes zu nutzen. Wir haben ferner gehört, dass es beim Qualifizierungschancengesetz des Bundes noch reichlich Luft nach oben gibt. Die Kollegen der BA teilten mit, dass trotz verbesserter Möglichkeiten die Anzahl der Förderfälle kaum gestiegen ist. Bei der beruflichen Weiterbildung waren es 2018 landesweit 962 und 2019 dann 970 Fälle. Technologiewandel und Digitalisierung sind bislang noch viel zu wenig Inhalt bei der Beratung und Förderung von Beschäftigten. Oft liegt es daran, dass zeit- und ortsnah gar kein passendes Bildungsangebot unterbreitet werden kann. Vor Ort bei HAB problematisiert wurden ferner Lücken in der Förderkulisse. Da ging es konkret um die aus Sicht des Unternehmens notwendige Unterstützung beim Bau von Prototypen, die zur Marktreife geführt werden sollen. Das sind nur einige Beispiele, die uns in der Auffassung bestärken, dass sich das Land jetzt an die Arbeit machen und eine Landesindustriestrategie 2030 erarbeiten sollte. In einem Werkstattprozess mit allen relevanten Akteuren sind dabei natürlich zahlreiche Fragen zu klären. Wo will das Land grundsätzlich hin? Welche Branchen passen am ehesten zu uns? Wie können die Interessen von Industrie, Tourismus und Naturschutz miteinander in Einklang gebracht werden? Welche infrastrukturellen Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Inwieweit ist die bestehende Förderkulisse anzupassen? Welche Schwerpunkte will man politisch setzen? Wie stellt sich das Land in der Bildungspolitik auf, um die Fachkräfte von heute fit für neue Herausforderungen zu machen und jene von morgen gut auszubilden? Wie erreichen wir eine deutlich bessere Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft? Wie gelingt es eigentlich, Vorzeigeunternehmen sichtbarer zu machen? Wie kann eine Landesindustriestrategie marketingtechnisch begleitet und untersetzt werden? Wie, wo und wann soll sie das Licht der Welt erblicken? Wie kann sie öffentlichkeitswirksam präsentiert und im Bewusstsein potenzieller Investoren dauerhaft verankert werden? Der Katalog ließe sich noch weiter fortführen. All diese und viele andere Fragen müssen im Erarbeitungsprozess einer Landesindustriestrategie beleuchtet und geklärt werden. Und ich bin da ganz bei Herrn Lambusch, es darf keine Denkverbote geben, kein Schönreden, kein Verklären, sondern Klartext und alle Ideen gehören auf den Tisch. All das bindet natürlich Ressourcen in Ministerien, auch bei Sozialpartnern und Kammern. Und daher ist uns wichtig, dass nicht viel Papier beschrieben wird, welches nach einer einmaligen Präsentation gelocht und geheftet in den Schubladen verschwindet. Das Endprodukt, eine Landesindustriestrategie 2030, muss durch eine langfristig angelegte Marketingkampagne begleitet und dann auch gelebt werden. Darüber hinaus schlagen wir vor, beides, Strategie und Kampagne, auf einem großen Industriekongress vorzustellen und in regelmäßigen, von den Partnern gemeinsam abgestimmten Zeiträumen auch weitere derartige Kongresse durchzuführen. Dabei ist Industriekongress für uns nur ein Arbeitstitel. Wenn es kreativere Ideen gibt, auch mit Blick auf die schon existente Industriekampagne der Kammern, dann bitteschön. In jedem Fall sollten diese größeren Veranstaltungen rollierend an unterschiedlichen Standorten im Land stattfinden und dabei jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in den Mittelpunkt stellen. Darüber hinaus geht es natürlich auch immer darum, Öffentlichkeit zu erzielen, den Austausch der Macher zu befördern und Best-Practice-Beispiele bekannt zu machen. Den Hut dafür sollte sich nach unseren Vorstellungen künftig allerdings die Landesregierung aufsetzen, auch um nach außen deutlich zu machen, dass dieses Thema prioritär gesehen wird. Soweit vielleicht an dieser Stelle weitere Ausführungen dann in der Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister Glawe, Sie haben mich noch gar nicht radauig erlebt und ich will auch zu so später Stunde heute Abend damit nicht anfangen, sondern versuchen, weiterhin hier sachlich zu agieren. Meine Fraktion wollte mit dem vorliegenden Antrag einen eigenen Impuls für die zügige Aufnahme eines Diskussions- und Werkstattprozesses zur Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren setzen. Und dabei stellen wir inhaltliche Fragen in den Mittelpunkt und nicht formale Dinge. Und wir handeln auch stringent, denn zumindest die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses dürften sich noch gut daran erinnern, dass wir bereits in den Haushaltsberatungen Ende 2019 auch finanzielle Mittel für die Erarbeitung einer Landesindustriestrategie nebst Marketingkampagne beantragt haben. Unsere Initiative ist damals ohne jede inhaltliche Debatte abgelehnt worden. Insofern brauchen wir hier
heute Abend auch nicht in Anlehnung an einen Schweizer Kräuterbonbon darüber diskutieren, wer das Thema erfunden hat, sondern wir sollten uns inhaltlich dazu verständigen, wie wir die Notwendigkeit einer Landesindustriestrategie bewerten, so wie es der Kollege Schulte dankenswerterweise getan hat. Und dass wir als Linke nicht die Einzigen sind, die sich darüber Gedanken machen, das ist uns selbstverständlich bekannt, genauso übrigens wie die Tatsache, dass die VU ein Thesenpapier erarbeitet hat, welches im März im Zukunftsbündnis beraten wird. Das ist übrigens auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man sich in den Ministerien bereits erste Gedanken gemacht hat, umso besser, dann gibt es ja bereits einen qualifizierten Input für den von uns angeregten Prozess. Das sollte uns als Parlament aber doch nicht daran hindern, diese Fragen auch hier zu diskutieren. Und der Kollege Schulte hat es korrekt gesagt, wir sind die gesetzgebende Gewalt und wir können selbstverständlich jederzeit auch einen konkreten Auftrag zur Erarbeitung einer Industriestrategie auslösen. Und deshalb beantrage ich auch, unseren Antrag in den zuständigen Wirtschaftsausschuss zu überweisen. Dort kann ja dann die Landesregierung zu den Ergebnissen der Befassung im Zukunftsbündnis berichten. Und wir können anschließend vertiefend darüber sprechen, wie wir mit dem Gehörten weiter umgehen wollen. Und wenn Sie als Koalitionsfraktion dann konstruktive Vorschläge zu unterbreiten haben, dann kann der Antrag gern auch qualifiziert werden und als gemeinsam getragene Initiative den Weg zurück ins Plenum finden. Interessant wäre ja beispielsweise, wie das Wirtschaftsministerium zu einer Industriestrategie kommen möchte. Für meine Fraktion habe ich hoffentlich deutlich gemacht, dass wir einen Prozess bevorzugen würden, der die relevanten Institutionen und Verbände im Land weiter einbindet. Man kann alternativ natürlich auch externe Expertise einkaufen und sich ein für viel Geld erarbeitetes Konzept fertig auf den Tisch legen lassen. Nicht nochmal im Detail aufmachen, will ich heute die Diskussion aus der letzten Landtagssitzung. Mir ist bekannt, dass Herr Minister Glawe verlässlich wie eine Diesellok unterwegs ist, durchaus leistungsstark, aber stets auf eingefahrenen Schienen. Und dass er bemüht ist, jede positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft seinem eigenen Wirken zuzuschreiben, Entwicklungsfelder und Probleme dagegen anderen Einflüssen, ist für seine Regierung wohl auch ein Stück weit systemimmanent. Deswegen auch hier und heute nochmal zum Mitschreiben für Sie. Ja, in den letzten Jahren hat sich vieles im Land auch zum Positiven entwickelt und das hat auch die Linke nie bestritten. Und dennoch liegt MV zwar am Meer, ist aber keine Insel und schon gar keine der Glückseligkeit. Insofern sollte man die eigene Entwicklung stets auch in einen Gesamtkontext einbetten und sich vergleichen. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass wir eben doch nicht so dicke dastehen, wie oft behauptet. Wesentliche Kennzahlen, die das belegen, habe ich in der Einbringungsrede genannt. Und deswegen müssen wir eben auch mal die eine oder andere Weiche neu stellen, damit die glawische Diesellok den Zug künftig auch in die richtige Richtung zieht. Eine Industriestrategie ist genau eine solche Weichenstellung. Sie ist auch ein Puzzle aus vielen Teilen. Da geht es zum Beispiel um infrastrukturelle Fragen, wie die Anbindung von Gewerbegebieten an eine hochleistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Die Landesregierung hat da momentan keinen Überblick über verfügbare Bandbreiten. Das haben wir auch zuletzt bei der IHK nochmal aufs Brot geschmiert bekommen. Mit Blick auf eigenwirtschaftliche Aktivitäten der Unternehmen gibt es da natürlich Hürden bei der Förderung von Ausbaumaßnahmen, die auch bundespolitisch gelöst werden müssen. Das will ich an der Stelle nicht verschweigen. Es geht auch darum, wie es gelingen kann, innovative Start-ups aus den Hochschulen an den Start zu bringen. Während man in Niedersachsen ziemlich genau weiß, welchen unternehmerischen Weg Absolventen einschlagen, fehlt hierzulande schon an validen Daten. Nach unserer Kenntnis gab es in den letzten 5 Jahren nur eine einzige Ausgründung, die Universität Rostock Service GmbH. Und die einst von der CDU geforderte Taskforce oder die Taskforces vielmehr, ansässig in den Verwaltungen und eng an den Gründern dran, die gibt es bis zum heutigen Tag übrigens nicht. Und die Landesregierung sieht auch keine Notwendigkeit, sie einzuführen. Weiterhin geht es auch um die Attraktivität der Arbeitsplätze und da spielen nicht nur Entgeltaspekte eine Rolle, sondern zunehmend auch Fragen von Privat- und Erwerbsleben, Neudeutsch Work-Life-Balance. Wir wissen, es gibt ein Landeszentrum für Vereinbarkeit als Projekt des Landesfrauenrates, welches mit ESF-Mitteln gefördert wird. Hier wäre mal zu prüfen, wie die Arbeit verstetigt und die Förderung jenseits europäischer Mittel gegebenenfalls institutionalisiert werden kann, wenn denn alle der Meinung sind, dass das ein wichtiges Thema ist. Von zentraler Bedeutung ist und bleibt, und das klang in fast allen Reden an, das Thema Fachkräftesicherung, erfolgreiche Ansiedlung neuer Industrieunternehmen,
wird es nur geben können, wenn gut qualifizierte Beschäftigte in ausreichender Zahl verfügbar sind. Dabei geht es zunächst darum, inländische Potenziale dadurch zu heben, dass gute Arbeits- und Entgeltbedingungen geboten werden. Die Unternehmen stehen zuvorderst in der Verantwortung, in die Ausbildung zu investieren und in Sachen Weiterbildung effektiver als bislang mit der Agentur für Arbeit zusammenzuarbeiten. Vor allem die digitale Transformation wird dabei die Unternehmen und die Belegschaften in den kommenden Jahren vor enorme Herausforderungen stellen. Und wenn Sie mal sagen, das läuft alles und Sie sind da dran, dann empfehle ich Ihnen mal einen Blick in die aktuelle Betriebsräteumfrage der IG Metall. Da sagen nämlich die Betriebsräte, dass viele Unternehmen bislang nur unzureichend oder auch gar nicht auf das Thema digitale Transformation vorbereitet sind. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die schon heute sichtbaren Fachkräfteengpässe in bestimmten Branchen wird es natürlich zukünftig nicht ohne die Integration ausländischer Fachkräfte gehen. Diese muss dann aber auch vernünftig gestaltet werden. Da gibt es auch viele Stichworte. Ich will nur drei nennen. Vereinfachung von Anerkennungsverfahren, Ermöglichung modularer berufsbegleitender Weiterbildung oder auch Entkoppelung der Aufenthaltserlaubnis von einem bestimmten Arbeitsplatz bei Nicht-EU-Bürgern. Und zudem darf eine erfolgreiche Integration die soziale Komponente nie aus den Augen verlieren, denn zu uns kommen ja Menschen und keine Maschinen. Eine Industriestrategie muss darüber hinaus auch die Frage beantworten, was zu einem dünn besiedelten Flächenland, das bundesweit vordergründig als Tourismusregion mit intakter Natur wahrgenommen wird, am besten passt. Die Debatten, das klang hier auch verschiedentlich an, Umweltschutz versus Arbeitsplätze, die werden in den nächsten Jahren zunehmen. Deswegen ist Nachhaltigkeit gefragt, denn die Reduzierung von CO2 spielt auch bei der EFRE-Förderung künftig eine größere Rolle. Förderkulissen gehören auch deshalb auf den Prüfstand. Und es gibt unterschiedliche Fördertöpfe, das wissen Sie, Herr Waldmüller, natürlich auch sehr genau. Auch weil nach unserem Kenntnisstand bislang bekannte Instrumente wie die Förderung von Betriebsmitteln für kleine und mittelständische Unternehmen im EFRE wegfallen sollen. Förderfähig wird dagegen die schon mehrfach angesprochene digitale Transformation in den Unternehmen. Und das dürfte dann wohl bedeuten, dass die digitalen Innovationszentren weiter gefördert werden und auch die Start-up-Beratung, dass dafür weiterhin Mittel zur Verfügung stehen. Ich habe im Januar schon angedeutet, und da haben Sie zumindest eines richtig gesagt, Herr Kollege Waldmüller, dass wir uns bei der GAW-Förderung durchaus vorstellen können, die stärker als bislang auch an die Existenz von Tarifverträgen zu binden. Ab welcher Betriebsgröße, das ist eine Diskussion, die haben wir hier noch gar nicht geführt. Und insofern bitte ich Sie auch hier, keine Unterstellungen zu tätigen. Zu guter Letzt gilt es, die neue Strategie dann auch öffentlichkeitswirksam zu begleiten. Und ich habe bereits bei der Einbringung deutlich gemacht, wie wir uns das grundsätzlich vorstellen. Wir glauben, dass es auch stärkere Botschaften als das bekannte MV tut gut bleibt. Und die Betonung, dass unser schönes Bundesland mehr ausmacht als der Strandkorb, weil es nicht nur ein Land zum Urlaub machen, sondern auch eines zum Leben und vor allem auch zum Arbeiten ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.